ich finde es ja den Hammer, dass du Zeit für uns hast, so kurz vor deinem großen Moment. Schon ein bisschen aufgeregt vor Oslo? Vor Oslo? Nee, noch nicht. Noch nicht? Nee, es gibt noch so viele Sachen, die ich jetzt vorher mache, vor denen bin ich erstmal aufgeregt. Und wenn ich in Oslo bin, dann bin ich auch vor Oslo aufgeregt. Aber Mensch, da gucken 120 Millionen Leute zu. Nee, komm, hör auf. Nee, ist wirklich so. Hast du denn früher auch unsere Show verfolgt, die Sendung mit der Maus? Ja, klar. Ja? Andauernd. Ich war ein riesengroßer Fan. Und wir haben zu Hause immer gesagt, nicht so einen Schrott im Fernsehen angucken. Und dann haben wir immer die Maus geguckt und haben die auf Videokassette aufgenommen. Und wenn man dann mal in der Woche Fernsehen gucken wollte, hat man noch die Maus von letzter oder vorletzter Woche gucken können. Vorbildlich. Und das ist noch leichter geworden, seit es noch bessere Rekorder gibt. Ein klares Engagement fürs Qualitätsfernsehen, auch für die Qualitätsmusik. Ja. Lena, es gibt zwar keine Punkte, das wäre unfair den anderen Kandidaten gegenüber, aber würdest du uns einen Riesengefallen tun, noch einmal für uns hier singen? Das würde ich tun, ja. Echt? Dann geh mal auf die Bühne. Wir haben deine Band, die Heavy Tones, eingeladen. Ja. Du gehst mal zu ihnen. Ja. Danke. Diese junge Frau ist wirklich ein Naturtalent. Die Kollegen von der Musikpresse überschlagen sich mit Lob. Marius Müller-Westernhage, die Menschen werden dich lieben. Stefan Raab, ihr Entdecker, sagt, du bist eine Gazelle, ein Kobold, eine Nachtigall. Was bleibt mir danach zu sagen? Sie hat selber gesagt, Jungs, macht euch locker, ich will doch nur eine Runde singen. Das darf sie hier bei uns, unser Star für Oslo, mit den Heavy Tones, Lena Meyer-Landrut. It's just the other day. Fantastisch. Ich komme zu dir auf, das kann ich vergessen. Bitte.
Lena, das war ein Riesengeschenk für uns. Eine große Ehre. Und deswegen wollen wir dir als Erinnerung an Frag doch mal die Maus heute schon mal Germany 12 Points, eine Glücksvuvuzela für Oslo erreichen. Du hast gezeigt, was du darauf kannst. Und du kannst noch viel, viel mehr. Danke. Dass ich das noch erleben darf. Lena! Danke, Eckart. Und das muss man auch mal loswerden. Bisher kannte ich hauptsächlich drei Lieder von dir, aber du hast gerade gestern eine neue CD, My Cassette Player. Richtig. Ist aber eine CD, ist keine Kassette. My Cassette ist Player. Ist schon eine CD, ja. Wie viele Lieder sind da drauf? 13. Seit gestern My Cassette Player, Heavy Tones und Lena Meyer-Landrut. Danke. Dankeschön. Du darfst jetzt wieder in dein Team zurück zu Wiegalt. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, zu würfeln, wenn man in dieser Sendung nicht weiter weiß als Moderator.